willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute ein bisschen mehr einen größeren Einkauf für euch, weil ich zeige euch jetzt, was ich vom neuen Lawnphone Release komplett gekauft habe. Ich habe einen Teil bei Manys Bastelshop und dann ein paar kleine Sachen noch bei Monis Bastelkiste bestellt. Ja, ich möchte es euch jetzt einfach zeigen und wir legen jetzt einfach los. Und ich fange an mit Washi Tape, yeah, das sind die Häschen. Ich finde die so niedlich. Hop to it heißt das. Und ich habe dann auch noch die Elefanten. Das Elefantenset habe ich nicht gekauft. Aber ich habe genug Elefanten. Auf jeden Fall ist das Elephant Parade. Ich finde es halt so niedlich mit diesen Herzen und so. Also voll süß. Und dann habe ich noch dieses folierte Ballonset. Also wenn ihr im Hintergrund Geräusche hört, das sind entweder meine Tiere oder mein Geschirrspüler. Und dann haben wir Up and Away Foiled. Also das finde ich richtig cool. Das Folien-Dings, also das ist echt schön. Also wie gesagt, I love. Achso, ich hatte hier auch noch lecker Gummibärchen bekommen. Das finde ich eigentlich sehr niedlich immer. Dann habe ich... Das ist eigentlich der wahre Grund, weshalb ich das Release jetzt eigentlich schon mega liebe. Wenn ihr mich schon ein bisschen länger kennt, wisst ihr das. Ich liebe Karussells und ich liebe Riesenrad. Und dass sie so einen Riesenradstempel rausgebracht haben, ist einfach nur ultimativ. Und ja, ich finde das auch niedlich mit den ganzen Tieren hier und mit dieser Gondel hier noch und das. Und dieses Coaster Critters, das habe ich ja auch. Das ist ja schon ein bisschen was älter. Aber da in der Kombination mit dem finde ich das wahrscheinlich total cool. Ich habe auch die Outline-Stanzen mitgenommen. Ich könnte es auch mit dem Plotter ausstanzen, aber da gefallen mir die Kanten erstens nicht. Und zum Zweiten, wie gesagt, ich könnte es auch mit der Schere ausschneiden, aber da breche ich mir die Finger. Also mit Outline-Stanzen diesmal. Dann, da wir ja gerade bei Coaster Critters waren, gibt es jetzt auch Coaster Critter Flip-Flop Set. Da habe ich auch die Outlines mit dazu genommen. Ich finde das eigentlich ganz cool. Also ne, man kann es wahrscheinlich auch spiegeln, wenn man das drauf hat, aber man kann es auch... Bei Lawnphone kann man das wahrscheinlich kann man auch dazu kaufen. Nein, also ich habe es noch nicht versucht, das zu spiegeln, aber ja, ich finde das gut. Dann gab es noch, ach, das ist auch so süß, das tut mit dem hier wahrscheinlich auch total gut zusammen funktionieren, weil es gibt ja dann noch dieses, wie heißt denn das? Fly High. Mit den Heißluftballonen. Ich finde es jetzt schon cool und also die Ballons und dann hier noch den Elefanten, der da nach oben guckt. Ich finde das so süß. Und die Maus natürlich. Und ich meine mal, es gibt ja dann auch so ein Fuchsset, wo die in den Himmel schauen. Ich meine, das könnte man damit auch benutzen. Dann haben wir hier einmal den Elefanten und die Maus. Die könnten wir ja genauso gut auch hier reinsetzen, weil hier haben wir ja keine Elefanten und keine Maus dabei. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und dann haben die hier noch ein Partyhütchen auf. Ja, und dann mit ein paar Wölkchen und also wirklich echt niedlich. Und wie gesagt, habe ich gleich mit den Outline-Stanzen gekauft, weil brichst du dir die Finger, wenn du es ausschneiden willst, so. Dann habe ich hier noch hier, im Henrys ABC gibt es ja auch Stanzen, also Buchstabenstanzen, die habe ich auch. Die finde ich auch total cool, also die mag ich sehr. Und da gibt es jetzt halt auch hier Henry Juniors ABCs. Und das ist jetzt was zum Beispiel, ja, da kannst du halt ganzen Namen schreiben, ne? Weil hier sind 4 A's, 2 B's, 3 C's, also es ist alles 5 E's, also wenn du wirklich, oder wenn du einfach mal dir ein Sentiment selber basteln willst, hast du halt hier das Ganze drin. Mehrfach, also wirklich, wirklich mehrfach. Also ich könnte auch meinen Namen schreiben, ich habe 3 M's im Nachnamen, ich habe 3 E's im Nachnamen. Also ich habe einen relativ langen Nachnamen, deswegen, ja, also, und 2 R's und das ist halt einfach, ne? Finde ich cool, aber wie gesagt, das ist ultimativ. Stempel kommt da noch was, aber das ist Monis Bastelkiste, deswegen kriegt ihr das später zu sehen. Dann habe ich hier noch ein Set. Da war ich mir auch erst nicht sicher, ob ich die Outline-Stanzen haben will. Habe ich dann woanders bestellt. Es ist immer verrückt, weil das
Spring Release von Law & Found kommt immer am 23. Februar raus. Am 23. Februar hat auch meine Mama Geburtstag. Also ihr wisst, in welcher Zwickmühle ich da ein bisschen bin, weil, ne, wenn man zum Geburtstag ist, will man jetzt nicht unbedingt was zum Basteln bestellen. Aber egal, habe ich jetzt trotzdem gemacht. Ich hatte zwischendurch ein bisschen Zeit. Auf jeden Fall ist das Here for You Bear. Und ich habe das bestellt, weil ich auch dieses Stempelset mit den Regenmantelbären habe. Habe ich auch noch nicht verwendet, mache ich aber demnächst. Ich finde das total niedlich, ne? Also wirklich, wirklich echt süß. Der kleine Bär hier tanzt und so. Also wahnsinnig schnuckelig und ja, wie gesagt, die Outlines kommen später. Dann habe ich hier für die Plattform Pop-Up Cloud Inserts. Das ist ein Add-on für die Plattform Pop-Up Stanze, die habe ich ja auch. Aber es ist halt für innen. Es gibt dann noch so eine Wraparound, ja, ich glaube, die heißt auch so Wraparound Cloud Stanze. Die habe ich auch gesehen, die habe ich aber nicht gekauft, weil ich die vorhergehende mit diesem Hügel, die es letztens gab, die habe ich gekauft, die habe ich noch nie benutzt. Und deswegen habe ich die mit den Wolken jetzt nicht gekauft, habe nur das Innere gekauft, weil ich halt einfach denke, okay. Für das rundrum nochmal einpacken, brauche ich, glaube ich, nicht. Okay, auf jeden Fall denke ich einfach, dass das cool wird funktionieren hier auf jeden Fall mit dem und alles, was so, ne, in den Wolken sitzen kann. Und da kann ja auch unten auf der Plattform immer noch das Riesenrad stehen. Also wie gesagt, total cool. Finde ich schön. Dann habe ich noch die Ticket, die heißen Raffle-Tickets. Ja, da kann man hier auch noch Worte reinstanzen oder Herzen, Sterne, so halt. Und also man kann damit Hintergründe gestalten, man kann das auch einfach benutzen, um hier das Sentiment drauf zu schreiben. Man kann das auch dann ein bisschen abreißen und keine Ahnung. Also das geht alles, die Perforation ist auf jeden Fall da zum Abreißen. Und ich finde es eigentlich total schön. Ja, musst du mit. Dann habe ich, wobei ich nicht mal ganz genau weiß, warum ich das so gemacht habe. Ja, ich habe auf jeden Fall hier für das Review-Video, die Stanze habe ich ja auch, habe ich jetzt auf jeden Fall Templates gekauft. Also wie gesagt, ich habe noch nicht ganz rausgefunden, warum ich das andere nicht gekauft habe. Ich habe das nicht gefunden. Also es ist so gewesen, dass ich auch das eine Mäusestempelset, wo die den Rahmen nähen, habe ich auch nicht gefunden bei Minis. Also um die Zeit, wo ich bestellt habe, zumindest noch nicht. Wahrscheinlich war es später drin. Und da ist es jetzt halt so, dass ich jetzt nur das gefunden habe wohl. Und da habe ich aber die Stanze dazu noch nicht. Die kaufe ich mir dann auch bei Gelegenheit. Die war aber jetzt überall ausverkauft. Auch bei Monis Bastelkiste, als ich ein paar Stunden später da bestellt habe, war das die Stanze da schon ausverkauft. Ich meine, ne, ich kann hier auch Vorbestellungen bestellen, ist gar kein Problem, aber habe ich jetzt noch nicht gemacht. Weil ich auch zwischendurch nicht mehr wusste, weil ich so viel bestellt habe, was ich bestellt habe, wusste ich zwischendurch einfach nicht mehr. Ich wusste einfach nur, das fehlt mir noch. Also auf jeden Fall habe ich jetzt diese Schablone schon mal, dass ich diese Reveal-Karten machen kann mit diesem Riesenrad. Und ja. Und dann habe ich noch, und jetzt habe ich hier aber mein Ding nicht. Aber ich kann noch eine Schere nehmen. Ich habe, ja, Papier habe ich das. Das Gestrickte da, das habe ich nicht. Ich habe nur Stripes und Sprinkles genommen, weil ich weiß nicht, ich habe gedacht, ich kann vielleicht mit dem gestickten Papier nichts anfangen. Denke ich. Also ich weiß es nicht, vielleicht gefällt es mir auch später nochmal. Das ist immer möglich übrigens. Also wenn wir jetzt, ich habe ja das Set mit den Elefanten habe ich jetzt auch nicht genommen. Wie gesagt, vielleicht bin ich später davon mal irgendwann so angefixt, dass ich es noch kaufe. Aber jetzt, und das ist ja schon relativ viel, das ist auf jeden Fall das hier. Ich finde das auf jeden Fall sehr schön. Also es ist ein, ja, Papier halt, Streifen und Punkten, das geht ja eigentlich immer. Das geht immer. Ich finde auch die Farben immer ganz cool. Na, also wirklich, wirklich schön. Das war Manny. Und jetzt machen wir noch Moni, weil Moni ist echt wenig. Da habe ich nämlich nur noch das bestellt, was mir fehlte. Wie ich jetzt gerade schon sagte. So, also in Moni habe ich das jetzt so. Ja, da kann ich hier, habe ich hier so einen Code, wo ich das bewerten kann. Dann haben wir hier eben, habe ich jetzt halt hier so einen Flyer mit drin und so ein Kärtchen. I'm a Limited Edition. Ich finde das eigentlich ganz süß. Und ja, dann habe ich hier die Coordinating Dice von Here for You Bear.
wo immer ich den hingelegt habe. Alter Lachs, hier ist er. Also hatte ich mir ein paar Stunden später dann überlegt, dass ich das doch brauche, weil ich von dem Originalset auch die Outline-Stanzen habe. Also ich habe von dem großen Set von den Bären, denke ich, auch die Outline-Stanzen. Ich sag mal, denke ich, ich glaube schon. Also sicher bin ich mir jetzt aber nicht. Ist ja auch wurscht. Also es ist heute ein bisschen, ja. Es ist heute ein bisschen chaotisch bei mir. So. Und dann habe ich, naja, wie gesagt, dann habe ich das Set. Das habe ich bei Manny nicht gefunden. Es war einfach nicht da. Und ja, auf jeden Fall habe ich hier very nice. So very nice sagt man da wahrscheinlich so. Ja, bestimmt. Weil es ja wieder so ein Wortspiel ist. Das you, also you are so amazing heißt da eigentlich. Und das, da haben sie das durch dieses Wort ersetzt. Das ist wie gesagt so eine Art Wortspiel. Und ja, ich fand das eigentlich total cool. Weil ich halt zwischendurch selber mal was mit Stickrahmen mache. Es ist nicht sticken, ne? Nur mal so. Ich habe Stickrahmen da. So, das ist der kleinere. Ich habe auch noch einen großen 20 cm Durchmesser. Ja. Okay, und ich fand das halt so geil, ne? Der hat den Fingerhut offen. Also, das ist ja der Schutz für die Finger, wenn man näht oder so. Da ich nicht nähen kann, weiß ich das nicht. Auf jeden Fall hier eine lange Nadel und der näht und der. Na, also die passen ja auch noch woanders mit drauf. Und ich liebe ja die Mäusesets sowieso. Ich habe die auch alle. Also bis auf. Wartet mal kurz. Dings habe ich nicht. Das Set, wo die basteln vom letzten Jahr, das habe ich nicht gekauft. Aber fragt mich nicht, warum. Mir hat das mit dem großen Tisch, wo diese kleinen Mäuse an dem großen Tisch saßen. Fand ich die Relation nicht so gut, aber das ist ja meine eigene Meinung. Das muss man ja nicht. Ne? Ich hatte da auf Anhieb auf jeden Fall keine Idee zu dem Set. Und wenn ich die nicht habe, dann kaufe ich das nicht unbedingt. Ansonsten habe ich alle Mäusesets. Das finde ich halt niedlich. Und ich habe halt jetzt auch die Stanzen mit dazu. Das war es auch von Monis Bastelkiste. Und das war auch mein ganzer Haul. Also das ist alles, was ich vom neuen Release von Lawn von gekauft habe. Ich denke, das ist auch genug. Das ist halt, ne? Und ja, dafür spare ich, dass ich mir das im Frühling halt kaufen kann. Deswegen, ja. Also ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.